Was geht ab, meine Damen, meine Herren und liebe Zuschauer da draußen? Ja, Leute, gestern kam ein Video online. Habt ihr es gesehen? Wenn nicht, kann ich euch es nur empfehlen. Denn wir haben gestern die neue Pokémon TCG-Erweiterung Verborgenes Schicksal geöffnet. Und Leute, ich habe heute nicht nur zwei Boxen dabei, nicht nur drei Boxen dabei, sondern vier Boxen dabei. Das heißt, wir haben heute 12 Booster und ja, ich hoffe, dass wir was ziehen. Das sage ich nicht nur, weil ich pro Box 35 Euro ausgegeben habe. 35 Euro! Also der Sascha von den Card Buddies hat mir auf der Gamescom gesagt, yo, würdest du dafür 25 Euro ausgeben? Ich habe gesagt, Bruder, niemals. Jetzt sitze ich hier mit 4 für 35. Pro Stück. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber der Sound, der da gerade kam, das war mein Portemonnaie. Und es hat geweint. Und es hat sehr, sehr doll geweint. Und ja, es ist nicht sehr schön, aber Leute, Content muss kommen. Ihr habt Bock, ich hab Bock. Und ich versuche auf jeden Fall, die nächsten paar Tage günstiger daraus zu gehen. By the way, wir haben heute das neue Artwork dabei, sehe ich gerade. Mit Arctos, Zapdos, Labrados. Und ich habe gerade ein Pack weggeschmissen. Wenn hier ein Glurak drin ist, instant beschädigt. Nee, aber das neue Artwork hier, der drei legendären Vögel, sau geil. Mir gefällt das. Ich will die Tag Team unbedingt ziehen. Die Mosaik Rare können wir leider nicht ziehen, da diese nur in einer Box drin ist. Genauso wie alle anderen geilen Karten. Ich weiß nicht, warum die Pokémon Company es macht, aber es triggert mich des Todes. Wir haben eine Mew Pin Collection Dingsbums. Wir haben eine Mew Promo Karte, wie das Kräfte im Einklang. 50 Cent Karte ist ganz nice. Und wir öffnen das erste Booster mit Mew. Let's go, Mew. Ach, Leute, ich weiß ja nicht. Also die Edition ging gestern bei euch des Todes ab. Und Leute, nur mal so zur Info, ne? Wir haben gestern irgendwie 1300 Likes geschafft. Der Support war da. Ich will ihn heute wiedersehen. Ich will ihn heute wiedersehen. Denn desto mehr... Oh! Misty Twerky, Alter, was geht mit der ab, Alter? Twerk, 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 twerk. Das ist nicht kinderfreundlich. Überhaupt nicht. Das wollen wir nicht hier, ne? Sehr geiles Artwork von dem guten Evoli. Wir haben Aretha mit dem Arctos im Hintergrund. Das hatten wir gestern auch noch nicht. Sehr geil. Glumanda. Auch sehr interessant. Dann haben wir hier Anton. Sichlor Reverse. Und leider nur ein Brocks Training. Aber ist eine Holo-Karte. Und damit sehr geil. Attach an Energie-Card from your hand to one of your... Achso, ist halt auch wieder wie die Misty-Karte. Bloß halt, dass man da halt wieder Energien anlegen kann. Ist ganz gimmicky. Finde ich ganz nice. So, Reverse Rare und Holo weg. So, die Karte ist nach... Das Booster ist nach unten gefallen. Mal gucken, ob hier was drin ist. Wenn ja, hasse ich mich. Ich hoffe, ich habe hier nichts beschädigt, sage ich mal. 1, 2, 3, 4. Let's go, Leute. Ich will eine Shiny-Karte ziehen. Sabrina. Pokécenter Lady. Sichlor. Sternbild. Aber was ich sagen wollte, Leute. Lasst den Support da. Wie gesagt, teure Karten. Ich will eigentlich... Oh, Junge! Glurak GX! Nice! Jetzt kann ich auf jeden Fall den Titel schreiben. Oh, Glurak Gepäck. Geil, Alter. Let's go. Sau geil. Glurak GX. Und das ist die Karte, die damals in... Ich weiß nicht, ob sie in Japan in Tins war oder so. Aber sau geil, dass wir die gezogen haben. Und Jesse und James Reverse Rare. Gib lieber auf und bekämpft uns nicht. Miau. Liebe und Wahrheit verurteilen wir. Songtext ist auf jeden Fall on point. Machen wir weiter, Leute. Es fängt gut an. Wir haben eine Holo, wir haben eine GX. Jetzt fehlen noch die Shiny-Karten, ne? Wir hatten das letzte Mal ja auch. In einem Blister waren keine Shinies und dann im anderen waren letztens drei Shinies. Drei Shinies im letzten Display. Ich hoffe, dass wir ähnlich Erfolg haben. Wir haben Glutexo schon. Wir haben jetzt Glumanda, Glutexo und Glurak. Wir wollen das Shiny. Wir wollen das Shiny. Leute, wir brauchen einen neuen Hashtag. Hey, Hashtag, Hashtag, Hashtag! Was will ich hier sagen, Alter? Und Leute, seht ihr das Zeichen da? Das kann nur eine Karte sein! Jawohl! Rainbow Rare! Und zwar Zapdos, Arctos, Labrados! Ja! Oh, Junge! Scheiße, Mann, das Wuffelzähne haben die überhaupt nicht gerechnet! No way! Arctos, Zapdos, Lavados, Rainbow Rare! Holy shit, ich habe mich seit langem nicht mehr so über eine Karte gefreut! Ist
die insane! Ist die insane! Die Tag-Team-Karte aus dem Set. Und zusätzlich auch noch Shiny Wuffels. Saugeil. Saugeil. Und hier, Glurak, du kriegst auch eine Folie, ey. Also, diese Box war anders. Ah, Leute, 35 Euro für eine Box. Ich hab gerade einen guten Preis. Alter, stark, ey. Das ist schon mal sehr, sehr heavy, ey. Sehr, sehr heavy. Wir haben hier wieder 3 Packs. Mewtwo, Mew, Mew und Mew, Mew, Mew. Mew, 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 Mew. Let's go. Shiny Glurak. Wenn ihr jetzt noch Shiny Glurak ziehen sollte oder Shiny Mewtwo, ne, was die teuersten Karten im Set sind mit Cynthia. Ja, dann kann ich auf jeden Fall... Ja, weiß ich nicht. Ein bisschen twerken, wie die gute Misty, Leute. Ne? Nehmt euch kein Beispiel dran. Twerken ist nicht schön. Seid wieder Rosana und... Okay, seid nicht so wie Rosana. Rosana ist auch nicht immer ein gutes Beispiel, aber... Ihr wisst, was ich meine. Wir haben Glurak. Hallo, Glurak. Moin. Grüße gehen raus. Wir haben Fleckmon. Wir haben Pipi. Wir haben ein Smogon. Wir haben eine Reverse-Feen-Energie und ein Holo. Aquana. Eine sehr schöne Karte. Die ist cool. Sehr stark. Und eine Reverse-Energie ist auch immer gut was wert. Weil eine Holo-Energie nimmt man immer gerne mit. Die nimmt man immer gerne mit. Also Leute, die Packs sind on fire. Kauft euch diese auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, also nur, wenn sie günstiger sind. Jetzt gerade, nein. Lasst es bleiben. Wir haben hier Misty's Arena. Sehr, sehr cool. This attacks of, the Attack of Starmie. GX von beiden, do 40 more damage to your opponent's active Pokémon. Ist ganz nice, aber Leute, 40 Damage, dafür brauchen wir erstmal einen Starmie. Mal gucken, ob wir einen Starmie ziehen werden. Pikachu. Smogon. Oh, was? Nö! Nö! Nö, 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 nö! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Bruder, verarsch mich nicht! Zweimal Rainbow Rare Arctos Zapdos Lavados! Ist die Karte nicht selten oder wie kann ich das interpretieren? No way. No. Kann mir einer sagen, was das heute... Leute, 35 Euro für ein Booster-Opening ist. Okay, glaube ich. Was ist das? Double Rainbow Reactor Santos Lavados. Wisst ihr, ich dachte, ich kann das Video ganz entspannt machen heute, ne? Komm so um... 15 Uhr zur Arbeit, ne, baue dann hier alles auf bis 16 Uhr und dann kommt das Video um 18 Uhr online. Aber das ist einfach nur insane. Und wir haben noch so viele Booster. Und wir haben noch so viele Booster. Bruder, das glaubt mir keiner. Jetzt mal for real, Leute, was sagtest du dem Opening bisher? 10 von 10? Das hat gerade echt Potenzial, mein bestes Opening of all time zu werden. Twerk, twerk, ihr wisst Bescheid. Anton, Rattan, Raupi, Paras, Glumanda, Mew Reverse und ein wunderbares Knuddelhoff. Und Mew Reverse sieht super sweet aus. Kleiner Sweetie, du. Sehr geil. Knuddelhoff, auch eine Karte wie dieses Glurak, was damals nur in Japan erschienen ist, in einem Deck oder ähnliches oder so einer Special Edition. Sehr, sehr schön. Finde ich stark. Finde ich sehr stark. Aber, oh, Leute. 35 Euro für eine Box ist, glaube ich, ganz okay, würde ich an der Stelle sagen. Auch wieder 2 Hits aus dieser Box. Leute, wir haben aber auch erst ein Shiny gezogen, ne? Von daher, der Shiny Luck muss jetzt kommen. Wir haben jetzt die Mewtwo-Boxen hier mit Mewtwo und dem Mewtwo Prismafoil. Sehr geil. Haben wir gestern auch gesehen. Und ja, gestern haben wir ein paar mehr Shinies gehabt. Wir haben jetzt hier 2 Shiny-Packs, Mewtwo und Glurak. Und ich hoffe einfach mal, dass wir... Oh, das war, glaube ich, die Rare-Karte, kann das sein? Ich glaube, ich habe die Rare weggeschossen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es war nichts Gutes. Wenn ich was Gutes hier weggeschossen habe, dann tut es mir leid. Koga, Tragosso, Geodude, Evoli. Dann haben wir ein Pummeluff, Smogon. Vipitas Shiny! Let's go! Gerade gecallt und da ist das erste Shiny. Und Bills Analyse, auch eine sehr, sehr schöne Karte. Leute, die Shinies, die kommen und gehen, würde ich sagen. Und Vipitas ist ein sehr schönes Shiny. Nehme ich gerne mit. Sehr, sehr geile Farben und wieder die Struktur auf der Holo-Karte. Fantastisch. Let's go, let's go. Ah, Leute, haben wir einige. Oh, komm, wenn wir hier keine Rainbow drin ziehen, dann ist das aber ein ganz, ganz schlechtes Pack, würde ich an der Stelle sagen. Komm schon, 1, 2, 3, 4. Komm schon, nochmal eine Rainbow. Spaß, ich möchte keine Rainbow nochmal ziehen, denn...
habe ich auch am Ende gar keine Stimme mehr und eigentlich wollte ich heute noch ein bisschen mehr aufnehmen. Kann ich euch ja so schon mal spoilern? Leider nur ein Rattan. Aber ein Zapdos! Neues Zapdos sehe ich gerade. Das ist nicht das aus Teams und Trumpf. Wirfe 4 Münzen. Für jedes Mal Kopf kannst du dein Deck nach einer Blitzenergie suchen. Und attach to one of your EX oder GX Pokémon. Geil, auch nicht schlecht. Ist eine sehr, sehr coole Karte. Also man kann halt 4 Energien, also man kann 4 Energien maximal suchen oder finden halt. Und die dann halt jeweilig an seine EX und GX Pokémon anlegen. Ist ganz nice. Ist ganz nice. So, Leute. Next Pack. Das kann nur besser werden. Das kann nur besser werden, habe ich im Gefühl. Ne? Wir haben eine Blitzenergie. Wir haben eine Sabrina. Gillette Fusion, Leute, ihr wisst Bescheid. Ne? Rasiert auch gegen den Strich. Raupi. Paras. Anton. Glumanda. Yo! Die erste Shiny-Karte. Darkrai. Und dahinter haben wir noch ein Evoli. Let's go, Alter. Darkrai Full Art. Die sieht sick aus. Die erste Shiny Darkrai-Karte. Die, glaube ich, auch gezogen habe. Ich weiß nicht, ob ich den koreanischen gezogen habe. Aber sehr geil. Darkrai ist eine schon schöne Karte und bekommt auch gleich eine Folie. Flup, flup, flap. Da ist sie drin. Sehr nice. Und Evoli, auch ein sehr, sehr schönes Artwork mit den ganzen... Ne, ist nur ein Voltoball, dann hier ein paar Pokebälle, ein Slimer und ein Topsy. Sweet. Gefällt mir. Finde ich super. Und eine Shiny. Leute, 35... Oh, ich hoffe, damit kommen. Letztes Boxline, Böxline... Letzte Box, machen wir so, mit Mewtwo nochmal. 3 Booster. Diesmal haben wir Glurak in Shiny. Den Jungen haben wir gezogen, 2-mal. Den brauche ich nicht mehr. Den brauche ich absolut nicht mehr. Also, was eigentlich, es wäre unverschämt, das noch zu sagen, ich möchte etwas ziehen. Von daher möchte ich nichts mehr ziehen. Leute, also wir sagen einfach, wir wollen gar nichts haben, okay? Wir wollen gar nichts. Wir wollen nicht unverschämt sein. Glutex. Voltoball. Smoggon. Rettern. Wir haben auf jeden Fall schon beide Jesse James. Leute, vielleicht ist das ein Zeichen für Jesse und James. Reverse. Feenenergie. Und ein Elektroball. Okay. Vielleicht habe ich ja, ich hätte vielleicht nicht sagen sollen, dass ich gar nichts mehr ziehen soll. Oder will. Oder möchte. Oder was auch immer. Schauen wir mal, wie das jetzt laufen wird. 1, 2, 3, 4. Ich mache mal den hier erst für euch. Ihr seht es zuerst. Vielleicht ist es ja was Gutes. Vielleicht ist es ja was Gutes und... Wir haben hier wieder, oh, Twerk, 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 Leute, ihr wisst Bescheid. Die twerkende Party, Arctos auf dem Artwork. Evoli, Pikachu, Pipi. Oh, nein, 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 das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. No way. Wir ziehen 3 Secret Rare Karten. 3. No way. Mount Coronet Secret Rare Gold! Und Erika. No way. Once during each turn, the player may put 2... Boah, die ist auch noch sehr gut für Stahldecks. Die ist auch noch sehr gut für Stahldecks und sieht fantastisch aus. Leute. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Let's fake entscheiden, oder was? Komm, mach ein knackiges No-Reaction-Pack. Keine Reaktion. Wir gehen einfach durch. Und fertig aus Mickey Mouse, ey. Also, die, ich liebe jetzt schon diese Edition. Leute. 3 Secret Rares. Wenn ich da keinen Daumenrekord sehe, dann ist Feierabend. Dann ist Feierabend. Ne, also, das kann's nicht sein, Alter. Voltoball. Nochmal eine Blitzenergie hier und Jesse James Holo. Perfekt. Nochmal, wie ich es gesagt habe. Nochmal eine schöne Reverse-Energie und Jesse und James Holo. Leute, Alter, was. Ne, da kann ich gar nichts zu sagen. Absolut nicht. Also, die Hits, die wir heute hatten, die waren ja. 1, 2 Shinies. Eine Full Art. Eine Secret Rare. Glurak. Knuddeluff. Batz. Ich glaube, ich brauche nichts dazu sagen. Mehrere Holokarten und alles, was dazu gehört. Leute, ich bin ziemlich on fire, was das angeht. Das Set. It's lit as hell. It's lit as hell. Ich glaube, ich muss ein paar Anrufe führen und mal ein paar mehr Packs ordern. Wenn euch das Opening gefallen hat, wisst, was zu tun ist. Ich bin raus, verabschiede mich.